Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Moin Moin, hier ist der Angelus. So, Venedig hat uns jetzt ist uns jetzt weiter geöffnet worden. Ein weiteres Stadtbezirk ist geöffnet für uns, auch zugänglich. San Marco. Und hier haben wir die Basilika von Milani oder so. Egal. Das ist einer der berühmtesten Plätze der Welt hier, Venedig. Ich war noch nicht da. Aber ich habe es schon mal im Fernsehen gesehen und im Filmen. Und hier in Assassin's Creed war ich schon mal hier. Im Spiel wenigstens. Ja, einer der berühmtesten Bauwerke hier. Und ein bekannter Anlaufpunkt für Touristen, wenn sie hier nach Venedig sind, reisen und hier die Stadt besuchen. Dann ist hier sehr viel, viel los. Aber es ist auch ein schönes Gebäude, ne? Und ist hier im Spiel sehr schön nachgebaut worden. Willkommen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Folge von Assassin's Creed. Ich will nämlich hier rein. Da ist nämlich auch in der Basilika. Basilika irgendwas. Guck mal, hier ist das Palazzo Ducale di Venezia. Ich glaube, das ist der Platz, der Marktplatz. Und ich muss irgendwo einen Weg da hineinfinden, wenn ich jetzt schon darf, heißt das. Es wird ja gut bewacht. Auch diese Säulen hier mit den Statuen, die stehen auch heute noch. Ey. Was ein toller Nachbau, ne? Das Einzige, was fehlt, sind die ganzen Tauben. So, danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Mal wieder. So, ich glaube, ich muss irgendwo in den Innenhof. Ups, sorry. Ich habe nichts gemacht. Bitte gehen Sie weiter. Lass mich doch. Lajo, auf ihn! Muss ich hier euren Anführer töten? Steh auf, steh auf, steh auf! Waffe aufheben. Alter. Toll, ja, da ist die Waffe ins Wasser gefallen. Mit der Lanze hätte ich euch gegeben, ey. Ich habe aber auch ein neues Schwert gekauft, eben beim Händler. Du Kanaille. Lass das. Mir ist in mein Schwert gefallen. Gott sei Dank. Beide gleichzeitig angreifen hier, ne? Wo kommen wir denn da hin? Mein gesegnetes Vorhaben, ja. Wollt ihr wieder weglaufen? Also der eine schon, der andere nicht. Aha. Triss mich nicht. Toll, du bist so weit weg. Porco Demonio? Porca Miseria heißt das doch, dachte ich. Was? Ich darf die beplündern. Alter, ich war gerade in der Villa und jetzt ist schon wieder Geld da. Also bevor ich die Aufnahme gestartet habe, war ich da. Bin jetzt ungefähr bei 90%, was Villa angeht. Ich muss nur noch eine einzige Waffe im Spiel bekommen, dann habe ich alle. Die im Haus natürlich ausgestellt sind. Gütiger Gott, was für Bestien hast du erschaffen. Frieden ist nur ein Wort. Da komme ich auch nicht hoch. Dieses Gebäude hinaufzukommen ist auch gar nicht so einfach. Könnte auch sein, dass ich sonst erst das Assassinengrab später machen kann. Wenn ich den Zugang zu dieser Basilika habe, die ich jetzt halt vielleicht noch nicht habe. Von hier aus darüber springen könnte zu weit sein. Und falle ich ins Wasser. Da hinten, das Gebäude, das was da nebenan dran steht, da könnte es klappen. Ach, das Arsenal braucht noch niemand. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. In nome di Dio. Ich wollte nicht Böses. So, hier hat's geklappt. Wobei, hier ist das Ding ist ja noch komplett eingezäunt, aber ich glaube, da ist auch nicht der Eingang. Ist der nicht hier unten?
Also direkt hier bei der Leiter. Steht unter Denkmalschutz, deswegen darf ich nicht rein. Huch, da sind ja zwei. Hallo? Der sagt mir nichts mehr. Entschuldigen Sie, haben Sie kurz die Uhrzeit? Nein? Dann können Sie weg. Da unten stehen die Wachen und hier müsste doch... Da ist es! Jawoll, ich kann rein. Das vorletzte Assassinengrab. Nummer 5. In der Basilico in... Irgendwas mit Milan. Wie heißt das? Habt ihr den Namen vergessen? Voll schlimm, ne? Unprofessionell. Nicht vorbereitet. Aber es steht doch bestimmt hier auch drin. Ach, guck mal hier, der mit dem Stock. Den kennt man doch. Der Wanderer aus Diablo. Alles vergoldet. Mächtig groß, ey. Schönes Bild unten. Okay. Das ist ja einfach. Da muss ich nur hin. Das Geheimnis von San Marco. Die Rätsel der Basilika San Marco lösen und das Assassinsiegel finden, das darin versteckt ist. So, haben wir natürlich auch wieder versucht, das hier original nachzubauen, auch von innen. Schön, wie das Sonnenlicht hineinscheint. Bisschen protzig das Ganze, braucht kein Mensch. So, wir gehen erstmal hier runter. Müssen ja eh erstmal hier diesen Knopf betätigen. An diesem großen Altar. Ja, sieht mir nach 4 Siegeln aus. Checkpoint erreicht. Vier Parcours, die ich ablaufen muss. Wenn ich mich recht erinnere, war das doch alles auf Zeit hier, oder? Hört ihr das Ganze klackern? Ja, ich muss den Hebel ziehen. Der Hebel, der stoppt das dann. Und das halt 4-mal. Dahin. So, nun. Das Fenster hoch? Nein. Ich hab den Weg vergessen. Darüber. Könnte ich noch schaffen. Komm schon. Aber ich muss auch viel weiter nach oben, ey. Ja, da. Hier ist es besonders lästig, wenn man runterfällt. Wo war es nochmal von hier weiter? Der Hebel ist auch über mir, ne? Da komme ich... Ah, hier, das Holz. Ja, das war doof. Hier, das Holz hoch. Komm. Haha, das war mega knapp. So, bauen wir jetzt mal runter, damit wir da unten das Assassinzeichen auch hinbasteln können. Darf ich mich fallen lassen oder bin ich dann tot? Alter, das kostet aber viel Leben, ey. Hätte auch anders gehen müssen. So, das erste in der Zeit geschafft, war aber mega knapp. Mach ich jetzt links oder erst rechts? Gehen wir da links. So, jetzt hier die weißen Stufen hoch, über das Ding. Dann da. Dann hier durch den Torbogen, über die Balken.
Hoch hierauf. Über die Kreuze. Bis da. Ah, ich muss das Fenster hochklettern und vom Fenster dann wieder direkt nach hinten. Okay. Die Kamerafahrten sind halt echt schnell. Hey! Wieso zoomt er da nochmal hin, ey? Lass mich doch mal laufen. Sollte ich nicht da irgendwo hoch? Und dann da. Ah. Verwirrt. Aber die Zeit war ja endlich ganz großzügig gewählt, so. Darf ich nur nicht den Schrank runterfallen. Das ist halt ganz hoch, ne? Und dann geht's auch hier. Ja. So, dann nehme ich über die Kreuze. Nein, 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 ich muss dann nach da, oder? Nee, das ist doch blöd. Oh, jetzt wird's schneller. Hier muss ich hin. Jetzt sind noch weniger Zeit als beim anderen, ey. Auch geschafft. So. Sehr schön. Na, hier darf ich aber loslassen. Hier geht's. Kann ich auch besser rüberschwingen wieder. Die Unterseite machen wir als letztes. Wobei, das ist ja die Unterseite, ne? Dann kommt jetzt das hier. So. Geradeaus rüber. Tuch. Oh Gott. Dann lass mich mal. Wie ist er denn hier hochgekommen? Die Kamera ist hier lang gefahren, da geht's doch gar nicht rauf. Na, von der Innenseite hier, guck dir das an. So. Schön ist was anderes. Komm schon, wir müssen nach oben. Zieh dich hoch! Zu schwach die Arme, ey. Jetzt sind diese Ringe da. Aua. Weiter hoch geht's nicht. Ey, das ist aber fies von der Zeit her. Wo ist denn das Ding? Ach, da. Das hängt ja schon genau vor mir. Das war bisher der leichteste, ne, oder? Von der Zeit her. Ich bin einmal runtergefallen, trotzdem noch ganz gut geschafft. So. Und jetzt kommt die Unterseite, das letzte Ding. Und dann müsste das hier auch aufklappen. Jetzt geht's in die Richtung. Da lang. Über die Leine wahrscheinlich laufen. Bis zum Kreuz, dann nach hinten springen, die beiden Stangen lang. Okay. Wo ist der hier hochgeklettert? Hier bei der... Immer bei dem Tüchern, ne? Hier hoch. Hup. Kann einfach hier so hin. Das ist sicherer als... Oh.
mich irgendwie fallen zu lassen oder zu springen. Und ey, wieso dreht sich die Kamera hier? Das ist ja perspektiv doof. Ja, diese Kamerawechsel, die ich nicht haben will. Ich hab darüber nicht drum gebeten, ey. Ah, ja, jetzt ist das war's. Den muss ich nochmal neu machen. Kamera wechselt, dreht sich das einmal. Du drückst halt in die eine Richtung, willst da hingehen, Kamera dreht, dann läufst du auf einmal in die andere Richtung. Kann ich den so neu starten? Hat sich so angehört, ne? Ja. Da wurde was zurückgesetzt. So. Vorsichtig jetzt. Okay. Ich glaube, das Schlimmste ist geschafft. Jetzt könnte sich die Kamera mal wechseln. Das wäre gut. So. Und zack. Damit hätten wir auch das letzte Ding. Und da ist das Assassin-Zeichen. Fertig gebastelt. Hat nie einer gesehen, dass da so ein Ding unten ist. So ein geiles Teil ist es schon. Coole Technik. Wow, was für ein Eingang. Dürfen nicht vergessen, das wieder zuzumachen, wenn wir gehen. Sonst erschrecken sich die Leute, die morgen kommen. Zum Gottesdienst. So, der Sarkophag. Und es ist Amunet. Das prächtige Grab für sie. Natürlich hat sie verdient, die gute Aya. Hä? Wo ist denn diese Kiste hier? Achso, das ist das Hauptdingens. Aber wenig Dekoration aus Ägypten hier drin. Hätte mal ein paar mehr Sachen hinstellen können. So wie in einem Templergrab, wo alles aus Ägypten drin stand. Mit Pharaonenmaske und hast du nicht gesehen. Und hier gar nichts bei Amunet. So. Sarkophag lassen wir auf, weil wir wissen ja, es ist immer gut, wenn Luft an Mumien drankommt. Das Geheimnis von San Marco. Geheiligt werde dein Name. Ja, war immerhin die Gründerin der Assassinen. Warum nicht? So. Dann haben wir das nächste auch fertig. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Assassinengrab, um dann die Altair-Rüstung freizuschalten. Und ich krieche wieder irgendwo aus dem Gulliloch. Ah, Venedig. Stai attento. Was war das für ein komisches Geräusch? Archimedes in der Gosse. Hallo? Gibt es in den brachliegenden Winkeln deines Verstandes nicht einen einzigen sinnvollen Gedanken? Digga, wer bist du denn, Alter? Ja, wir sind im Geschäft, Noah. Jetzt mal die Ladies nochmal ein bisschen Geld da lassen. Wir haben hier auch einen weiteren Aussichtspunkt, genau hier oben. Könnte ich mir eigentlich auch nochmal holen. Tot oder in Ketten enden, wenn er so weitermacht. Oder tot in Ketten. Zu hoch. Aber hier diese schwarzen Dinger, die sind ganz gut zu klettern hier. Gehen wir nach außen. Und weiter hoch.
schon dunkel geworden jetzt in Venedig. Ganzen Tag im Assassinengrab verbracht. Ich kann mich gar nicht mehr an das letzte Assassinengrab erinnern, was das jetzt war. Ob da auch so viel auf Timer lief. Werde ich dann sehen, wenn ich wieder reinkomme. So, guck mal, wie das hier angeleuchtet wird, ey. Das ist so eine Glyphe, ne? Ich glaube, das ist wieder so eine Glyphe. Aber die mache ich später. Ich höre noch Geräusche. Ich muss weiter hoch. Schöner Hundekopf. Da sehen wir den Mond. Ganz vorsichtig, immer eine Hand zur Zeit. So, ich glaube, das ist der höchste Ort in Venedig, wo wir hier sind. Oder ich glaube sogar der höchste Ort im ganzen Spiel. Oder ist das höher als das Duomo in Florenz? Also hier in Venedig ist das hier auf jeden Fall der höchste Ort. Da drüben haben wir das Arsenale und da ist dann halt auch noch das andere Dingsbums-Bezirk. Da war ich. Da hinten ist das Diebesversteck. Das müsste auf der Seite gewesen sein. Nee, das ist doch viel weiter weg gewesen, oder? Da ist das Arsenale. Da, wo das Kriegsschiff auch drin parkt. Voll schön. Und das bei Nacht. Ist aber wenig Beleuchtung in der Stadt, ne? So, das haben wir. In welche Richtung ist jetzt der Absprung? Oh, da lang. Hui! Bin wieder da. Dass man den nicht ranpfeifen kann. So. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter mit Assassin's Creed 2 hier in Venedig. Kann auch Sachen einsammeln, aber hier die erste Quest hier, die kann ich mir schon mal anschauen. San Marco ist gar nicht so groß. Also es geht hier eigentlich auch nur so rum noch bis hier und dann ist auch wieder zu. Hier ist nicht mehr so viel zu sammeln. Voll cool. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Das Assassin-Grab war spannend gemacht, alles auf Zeit. Mit den Timern, aber ich habe es beim ersten Mal geschafft, fast. Ja, nicht ganz, aber fast. War ganz cool. Also, vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.